Wir spielen weiter mit Stray heute. Letztes Mal haben wir versucht, Clementine zu finden, haben sie auch erfolgreich gefunden, sind dann in die Fabrik eingebrochen, haben dann da so eine krasse Batterie gestohlen und wollten die ja dann zu Clementine bringen. Und dann wurde die entführt und dann haben wir sie gefunden. Und jetzt wurden wir auch geschnappt. Und jetzt sind wir mit unserer kleinen Katze hier im Alcatraz-Gefängnis. Die Trophy hieß auch Alcatraz. Hallo Dave! Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Wenn es Fragen zum Spiel gibt an all die Neuankömmlinge, sagt es gerne, ja? Wir sind jetzt hier eingesperrt. Ich bin mir noch nicht sicher, was passiert. Oh, oh nein, das ist wie beim Tierarzt. Ah, okay. Ich glaube, wir müssen hier so hin und her. Oh, was für eine schlaue Miezi. Oh, oh. Doch, das war gut. Upp. Was für eine schlaue Miezi. Den Trick merke ich mir. Oh. Die haben die Katze einfach eingesperrt. Wie gemein ist das denn? Ich brauche noch alle Erinnerungen. Ja, ich bin da genauso. Swissqui, ich habe auch noch nicht alles gefunden. Ich muss das Spiel nochmal spielen. Ich weiß gar nicht, da komme ich ja rüber. Ich weiß gar nicht, ob das der offizielle Weg ist oder ob ich hier... Ich gehe wahrscheinlich gerade den offiziellen Weg. Ich glaube nämlich, hier war zu. Wir brechen jetzt aus diesem Gefängnis hier nämlich aus. Oh. Pascal will, dankeschön. 3 Monate schon dabei. Erschrockenes Gesicht, wie die Zeit vergeht. Erschrockenes Gesicht? Doch du tut Louis der Tourette Banda. So, Pascal will, vielen Dank für den Resub. Gibt natürlich auch ein Zettelchen für dich. Jetzt kommen wir hier wieder gar nicht zum Zocken, Leute. Jetzt habt ihr wieder den Hype-Train angefangen. Seid doch verrückt. Seid verrückt, Mario. Dankeschön für die Bits. Nach deiner Geschichte ist man doch noch motivierter, Spätzle zu helfen. Ja, definitiv. Definitiv. Oh Gott, war das gerade süß. Okay, wir haben gerade einen super guten Zoom-Faktor hier auf das Spiel. Schabadi. Also, ich hoffe, wir bringen die Katze heute zu den Eltern. Aber das stimmt. Das stimmt. Super motiviert heute. Viergul hat auch nochmal 5 Abos verschenkt. So, jetzt Moment. So, Viergul, danke schön für die verschenkten Abos. Einen anonymen Schenk. Ah, Leute, soll doch hier nicht so viel sappen immer. So, Frankie hat 1 bekommen. Es war Kiki, Salami Wurst, Tax Dragon und Wetzel. Und der anonyme Gift, der hat noch die Vituman, Haida, Paddy's Lunatic, Bambus Björn und Lucy hat auch 1 bekommen. Oh, ist das süß. Ist das süß. Dankeschön, warte. Jetzt kommen wir hier wieder gar nicht zum Zocken. Es tut mir echt leid, aber bei mir kriegt man ja immer so einen kleinen Zettel, wenn man irgendwas subbt. Das druckt der quasi aus an alle, die das nicht kennen. Und dann hebe ich die Zettel quasi auf und tue die so in so ein kleines Gläschen, dass ich das quasi so ein bisschen in Erinnerung habe, was denn alles so eigentlich passiert ist auf meiner Streaming-Journey. Und so in Erinnerung an alle, die hier so unterstützen immer. Ist die Steuerung bei Stray angenehm? In der Schweiz muss man noch 1 Monat warten, bis das Spiel bei mir ist. Ah, im September ist, glaube ich, Release von der physischen Version, oder? Ich hab's in dem PS Plus Abo, war es bei mir dabei. Oder ist es in dem Abo auch nicht dabei, flauschiger Teddy? Das wäre ja doof. Vielen lieben Dank an den anonymen Gifter auch nochmal für die Subs. Dankeschön. So, Leute. Flauschige, süße Miezi. Ich sehe doch so schwarze Streifen irgendwie. Ich glaube, das ist das Licht, aber sie ist zuckersüß. Oh, wir fahren ja tut Oterofe Luete tu Herzi. Die Katze heißt übrigens nicht offiziell Spätzle. Wir haben die hier im Chat nur Spätzle genannt. Also, ich hoffe, wir haben hier Spätzle-Fans. Wir sind im Gefängnis. Ich dachte, kleiner Tipp, du kannst im Kapitel ansehen, wert, aber wenigstens etwas. Ich glaube nicht, weil ich den Roboter gerade nicht habe, oder? Ich schaue nur kurz, wo wir hin müssen. Also die Steuerung ist super intuitiv. Nochmal, flauschiger Teddy, richtig cool. Du siehst halt immer mit X, wo du hinspringen kannst. Was es einfacher macht, weil man dieses Runterfallen nicht hat. Das finde ich sehr, sehr cool. Weil ich hatte Angst, dass ich ganz oft mit der Katze irgendwo runterstürze, aber das ist in dem Fall halt nicht. Und das finde ich ganz gut. So, und darunter. Wir drehen uns kurz, ob hier noch irgendwo was ist, aber ich glaube, da geht es hier weiter. Hast du gesehen, dass du auch ein Abo geschenkt bekommen hast, Louis? Oh nein, habe ich nicht mitbekommen. Ich habe es noch nicht mitbekommen, Börder. Es tut mir leid. Oh nein. Und Wollkuber Libre, schönen guten Abend. Noch dreimal schlafen bis zum Wochenende. Yay. Guten Tag, ihr lieben Personen. Und Tiere, falls vorhanden. Ja, wir haben hier eine Katze. Da. Und da? Und ein Dino, der an dem Glas klebt. Ah! Die Lui hat bei Lui jetzt abbekommen. Okay, das finde ich cool. Das finde ich schön. Muss ich ausnutzen. Muss ich mal wieder bei ihr vorbeigucken. Streamt immer zu meinen Arbeitszeiten. Das ist so ein bisschen schade. Wenn du Fragen hast, flauschiger Teddy, sag's gerne. Und wenn du dich nicht spoilern lassen willst, auch kein Problem. Ja, also du musst hier nicht bleiben und dich spoilern von dem Spiel. Ich bin schon ein bisschen weiter. Ich glaube, ich bin im letzten Drittel. Aber noch nicht im Finale, aber so im letzten Drittel. Also wenn du dich nicht spoilern willst, weil du das Spiel noch genießen willst, ist auch gar kein Problem, gell? Ich glaube, hier sind wir gerade rausgebrochen. Der bitsammelnde Dino. Hallo, Tassil. Dass du reinschaust. Ja! Ich fand das irgendwie süß, weil ich hatte halt die Zettel. Oh Gott, ist das grauenvoll. Wird der gefoltert? Der ist angekettet. Ich hatte halt für die, wenn man quasi gesubbt hat, hatte ich halt Zettel. Aber ich hatte nichts für Bits und dann bin ich auf dieses Bitglas gekommen, wo die dann reinpurzeln. Und ich fand das ganz süß. So, an alle nochmal Dankeschön für den Hype-Train. Ich hoffe, ihr habt eins der Emotes noch nicht. Bin mir aber nicht sicher, ob wir nicht schon alle haben. Ich frage mich gerade, wo es weitergeht. Ich frage mich gerade, wo es hier weitergeht. Jetzt gerade sehe ich irgendwie nicht, wo wir hin müssen. Das ist so super auffällig. Da ist auf jeden Fall so ein Gang. Ah ja, da ist so eine Box, oder? Ja. Ich hab die Box. Wir bekommen schon ewig keine Emotes mehr. Das finde ich auch ein bisschen schwach von Twitch, wenn ich ehrlich bin. Dass sie da nicht mehr Emotes machen für Hype-Trains. Weil es gibt ja Leute, die immer gerne in Hype-Trains mit dabei sind. Ich finde, da sollten sie ein paar Emotes mehr noch spendieren. Und vor allem ein paar Dino-Emotes. Es gibt nicht genügend Dino-Emotes. Das will ich hier nur mal so anmerken. Huch. Oh Gott. Ja, und das sind diese Überwachungsroboter. Diese böse. Und die catchen mich ziemlich häufig. Muss ich leider sagen. Die machen mir Angst. Ich mag die gar nicht. Ich schau mal da nochmal hin, weil der bewegt sich gerade auch irgendwie nicht. Ich habe Angst, dass der sich wieder nicht umdreht bei mir und ich dann wieder von dem gefressen werde. Warum auch immer. Oder ich muss hier durchsprinten. Das sieht hier gerade sehr gefährlich aus. Ja. Mario, das habe ich jetzt nicht gehört. Ich habe jetzt nicht gehört, dass du die Emotes nicht nutzt. Da wird Twitch bestimmt sauer. Ich befürchte, ich muss hier durchsprinten. Einfach nur, weil der Roboter hier wieder nicht weggeht. Entweder ist es bei mir verbuggt oder bei mir drehen sich die wirklich nicht um. Ich hatte letztens auch einen TikTok gesehen, wo bei einem auch sich der Roboter umgedreht hat. Und da war ich mir sicher, der hat sich bei mir nicht umgedreht. Oh. Okay. Seid ihr bereit, dass wir hier versuchen durchzukommen, ohne zu sterben? Ich befürchte Schreckliches. Huch! Ich bin unsichtbar. In dieser Kiste. Hahaha. Ich hoffe, du konntest dir heute den Anschluss. Oder Max, du hast jetzt auch Mario Kart geholt. Du hast auch Mario Kart geholt. Ab sofort gibt's Mario Kart Dino Donnerstags Chaos. Und hallo Hero, schön, dass du reinschaust. Das gehört so, aber es gab auch einen anderen Weg. Verdammt. Verdammt. Tja, dann sind wir wohl jetzt den falschen Weg gegangen oder den schweren Weg. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich mag diese Roboter nicht. Ich mag diese Roboter ganz und gar nicht. Ist da hell? Ist das hell? Ich will jeden Raum angucken. Gefängniszelle. Ui. Verstanden. Okay, warte. So, gehen wir mal weiter. Da ist eine Kiste noch. Ist nicht verkehrt. Das ist ja super. Das ist ja super hart. Die haben echt ein Gefängnis für Roboter. Wen schmeißen sie denn da rein? Welche Art von Roboter schmeißen sie denn da rein? Die waren ja alle super lieb. Da war, also bisher hatten wir doch keinen Roboter, der irgendwie mega böse war oder so. Richtig hart. So, und jetzt habe ich bestimmt wieder irgendwo übersehen, wo ich hochspringen kann. Ich hoffe, der sieht mich jetzt hier hinten nicht. Also hier sind wieder Rohre. Hahaha. Close one. Close one. Okay, ich weiß nicht. Ich weiß wieder nicht. Da ist doch, da müssen wir hin. Da ist eine Kiste, auf die wir wahrscheinlich hoch können. Und dann da hoch. Oder? Oder dahinter? Ja. Tschück. Tschück. Ich dachte, es wird so das letzte Schnurhaarspiel, aber ich glaube, so schlecht, wie ich mich jetzt hier schon wieder anstelle, ich weiß gerade nicht, wo wir hin müssen, aber ich glaube, das hier war falsch. Wir müssen, glaube ich, noch eins weiter. Ich glaube, wir müssen noch eins weiter. Da hinten. Oder hier irgendwo hoch? Irgendwo muss es ja hochgehen. Also heute habe ich es nicht mit dem Hüpfen. Muss doch nochmal hoch. Ja, aber da war ich doch... Oder bin ich dahergekommen? Ich bin dahergekommen, oder? Ich habe bestimmt was übersehen in irgendeinen von diesen Zellen. Geht bestimmt irgendwo... Ja. Ein Jod. War ich hier schon? Nee, oder? Bin ich jetzt nur bei dem anderen, jetzt in der anderen... Doch. Das habe ich ja toll gemacht. Nee, ist hier ein Gang? Hat er mich jetzt gesehen? Hat er mich gesehen? Hat er mich nicht gesehen? Das ist immer Pech beim Pokéball werfen. Oh nein! Hä, aber hier ist nichts. Ich bin echt dumm. Nicht mein Game heute. Ich sehe schon, nicht mein Game. Hier nochmal. Gibt es hier noch einen zweiten Tunnel? Hä? Jetzt habe ich mich so gefreut, dass ich den Tunnel entdeckt habe. Okay, nochmal in die andere Richtung. Okay, das war knapp. Das war richtig knapp. Was ist hier noch? Moment. Okay. Man kann natürlich auch einfach hier den Weg hochgehen. Oh, kommt schon. Ich kann mir das so richtig vorstellen. Alle zugucken so, die schon gespielt haben. Will sie nicht wieder in die andere Richtung? Was macht sie da gerade eigentlich? Jetzt ist geil. Hallo, schönen guten Abend. Jetzt habe ich ihr nicht zugehört, oder? Was sie gesagt hat. Ah, ich kann sie eh nicht verstehen. Ich soll darüber. Sie meinte nur, ich soll darüber. Ich bin ein bisschen ein Händler meines Vertrauens bis zum 12.8. im Urlaub. Was hast du denn bestellt, Gero? Was hast du bestellt? Aber es ist wichtig, wenn man einen Händler des Vertrauens hat. Alles so, wo läuft sie denn hin? Wo läuft sie denn hin? Wir gehen hier mal durch. So, das kann ich. Hier kann ich durch. Hier kann ich hoch. Da geht's durch. Okay. 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 Mhm. Da stelle ich mich jetzt gerade besser an, in den Raum zu kommen. Da ist irgendwas. Ah, die Schlüssel. Aha! Ich sage ja, sie ist so eine Diebeskatze. So eine... Keine Ahnung. Wie so eine Serie. Wo es eine Katze gibt, die irgendwie alles klaut. Gibt's das mal? So, Clementine, der Schlüssel. Das war doch Clementine hier, oder? Das ist die vom Aufstand. Die vom Forscherteam. Die hilft uns, an die Oberfläche zurückzukommen. Es gibt noch so viele lustigere Geschichten bei Stray. Im Sinne von, oh, das ist ja krass, das ist ein Gefängnis unter der Erde und seht ihr das? Das ist ein Bildschirm der Wolken faked. Dass es aussieht, als wäre da wolkig, aber da du im Untergrund bist, ist da gar nicht, gar kein Himmel, weil du unter der Stadt ja irgendwo bist. Das ist ja gruselig. Huch, jetzt ist die Uhr nämlich losgegangen. Sowas wie Lego, ein großes 90-Zentimeter-Schiff. Stark, Gero. So zum Zusammenbasteln, so ein Modellschiff. Oh, oh. Die Musik ist weg. Bin hier? Wo müssen wir hin? Ich mach uns einfach an. Movie-Sequenz, okay. Wie sie einfach woanders hinrennt. Oh nein, ist da unser Roboter? Oh nein, da ist unser Roboter eingesperrt. Den müssen wir noch retten. Oh. Oh, ja, Miezi. Da müssen wir hin. Sad, es ist sad. Keiner wird zurückgelassen. Ja, vor allem, oh Gott, ist der eingesperrt. Der ist wichtig. Seht ihr? Macht sie mir das jetzt auf, damit ich ihm helfen kann? Oh, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 Meisterbälle. Ich glaube, ja. Ich glaube, Eike hatte schon öfters. Ich glaube, ich spiele das. Ist der Ton zu laut, zu leise? Irgendwie macht es gerade. Ist das. Warte ich mal ein Stück. Moment, ein Stück leiser. Weil diese Musik hier, dieses. Ist ganz schön laut. Oh, diese Roboter. Hallo Flo, schön, dass du reinschaust. Hoffe, dir geht's gut. Ich versuche hier gerade aus diesem Gefängnis auszubrechen. Die sehen mich nicht, oder? Weil ich zu klein bin. Ich muss hier bestimmt den Alarm irgendwie ausschalten. Uiuiuiui. Oh. Oh no. Oh no, no, no. Oh, ein Automat. Louis, der Dinosaur! Ah! Ich habe jemanden gesehen, der sich dafür entschuldigt hat und gleich drauf den gleichen Roboter wieder umgehaut hat. Ah ja, das habe ich auch gemacht. Den einen. Ich glaube, die Laser töten mich. Oh Gott, ist das furchtbar. Ein Katzenspiel, haben sie gesagt. Ist für Kinder, haben sie gesagt. Es ist süß und knuddelig und überhaupt nicht emotional. Oh, kleine Miezi. Was erlebst du hier für Abenteuer? Furchtbar. Alles, was bleibt, ist das Schnurren einer Katze auf meiner Brust. Louis the Cat statt Billy the Cat. Das war der Fehler. Ich verflucht seid ihr kleine Roboter, die mich immer umbringen. Furchtbares Spiel. Ein furchtbares Spiel. Die töten Katzen da drin. Das finde ich ganz, ganz furchtbar. Louis the Cat. Oh, Louis the Cat finde ich schön. Ändern wir den Namen, oder? Nicht mehr Louis the Dinosaur, sondern Louis the Cat. Gott sei Dank waren wir nicht weit. So, jetzt habt ihr sich, geht's da lang. Den Käse tue ich mir nicht nochmal an. Komme ich da irgendwie rüber? Nö. Was ist denn das schon wieder hier für ein Wächterroboter? Die sind ganz schön eklig. Tut er wegschauen? So. Gut, okay. Soweit bin ich. Jetzt muss ich hier lang. Tschück. Oder auch nicht. Oh, joi. Wieso habe ich immer das Gefühl, die Laser wollen mich hier töten? Pff. Gibt's einen Death Cat Counter? Oh Gott, das wäre furchtbar. Kiste. Und dann klang das schnulzig und Enzo ist geil so. Oder wie so eine Katze, so. Bei Louis schon einer der unterhaltsameren ist auch das. Das freut mich. Dave, das ist super lieb, dankeschön. Sehr schön, wenn es euch bei mir gefällt und es lustig ist. Und ich euch damit amüsiere, dass ich ständig hier drauf gehe in dem Kinderspiel. Ey, manchmal denkt man sich schon so. Da zockst du alles Mögliche. Da zockt man Elden Ring. Spielt das echt fast jetzt schon durch. Und dann spielst du Stray und stirbst fast öfters als in diesem Elden Ring. Oh. Oh nein, B12. Okay, aber das war gut. Das war auf jeden Fall schon mal gut. Jetzt sind sie, glaube ich, nur noch mehr in Alarmbereitschaft. Ja. Das ist nicht so gut. Ich dachte, Stray ist von From Software. Habe ich auch gehört, habe ich auch gehört. So, wo müssen wir denn hin? Wir müssen ihn hier rein. War das knapp. Aber ich glaube, sie sehen mich hier nicht, wenn ich unter dem Tisch bin. Ich traue mich hier nicht. Der hier, der ist mir suspekt. Der sich hier umdreht. War das knapp. Oh Gott, war das knapp. Uiuiuiui. Uiuiui. Das ist spannender als Elden Ring, Leute. Definitiv. Oh Gott. Der arme Roboter, das ist alles so emotional. Ich finde, das ist das Schlimme. Es ist einfach alles so emotional. Und der... Gehst du noch ein Stück weiter? Nee, oder? Ich muss jetzt warten. Louis, wie knapp willst du hier sterben? Ja. Ja. Echt, die hat bei dem Spiel einen Rage-Quit hingelegt, wegen den Robotern. Oh, wenn ich offline spiele, mache ich auch. Dann werde ich auch echt grumpy. On-Stream ist es irgendwie nicht so schlimm. Da sehe ich es auch eher humorvoller. Aber off-Stream bin ich auch oft so... So ein Kackspiel. So, jetzt aber. Ich hab's durchschaut. Ich weiß, wie man hier austrippelt. Hahaha. Hahaha. I did it. Kann sie überhaupt eine Fremdsprache? Ich kann Englisch. Ha? Ha? Sehr schön. Englisch kann ich. Dark Stray. Oh Gott, ja. Demon Cat. Nicht Demon Souls, sondern Demon Cat. Laufspätzle. Heute ist jede Katzengeschichte emotional. Was für ein Dienstag. Oh ja, was für ein Dienstag. Heute ist es ein Dino-Katzen-Dienstag. Oh Gott, die Dächer. Das war noch bei den Dächern. Oh, aber die waren noch ganz cool. Die fand ich nice. Oh, wir haben B12 wieder. Oh Gott, wie süß. Ich habe das Gefühl, als ob ich wieder im Computersystem meines Labors gefangen wäre. Ganz allein. Oh, ist so traurig. Aber du bist wegen mir zurückgekommen. Ich kann es einfach nicht glauben. Du bist ein guter Freund. Ich bin so froh, dass wir alle wieder zusammen sind. Aber noch sind wir nicht sicher. Wir müssen einen Weg herausfinden. Kannst du die Tür öffnen? Ah, jetzt haben wir wieder einen Hacker-Roboter. Ein bisschen B12-Liebe. Ja, also, wisst ihr, was so schade ist? Sie hätten eine Collectors Edition machen müssen mit B12 als Figur. Ich hätte das sowas von gekauft. Und wenn das Ding 100 € gekauft hätte, ich hätte es gekauft. Das wäre so cool gewesen. Es ist so schade, dass sie da keine Collectors Edition mit Figur rausgebracht haben. Hat man gestern ja gesehen, dass du Englisch kannst. Kann ich? Was war gestern? Was habe ich gestern gemacht? Huch! Die Tür ist zugegangen. Uiuiui. Das wäre eine super coole Idee, oder? Für eine Collectors Edition. Ich hätte sie gekauft, auf jeden Fall. Vielleicht kommt das noch. Ja, in dem Moment, wo ich gelesen habe, dass Stray noch eine physische Version bekommt, habe ich auch so gedacht, okay, wenn sie eine Collectors Edition noch rausholen und das Spiel wirklich gut ist, dann kaufe ich das noch. Dann supporte ich das doch mal. Weil es war, glaube ich, gar nicht so... Es ist ja ein Indie-Spiel. Und zwar so lange in Entwicklung. Nach wie vor wirklich ein gelungenes Spiel. Wirklich sehr cool. Oder eine Edition mit einer echten Katze. In einem Sack. Da hat man wohl die Katze im Sack gekauft, oder? Ah, genau. Doch, es gibt eine Special Edition mit Soundtrack. Ja, Dave, du hast absolut recht. Mit Soundtrack. In Zeiten von Spotify finde ich nur Soundtrack immer nicht so... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ist immer ein bisschen schade. Man nutzt das nicht mehr so. Ich habe zwar noch einen CD-Player von meiner alten Stereoanlage. Die habe ich mitgenommen hier in meine neue Wohnung von damals, von meinen Eltern noch. Aber die nutzt man auch nicht mehr. Da sind auch, da ist, glaube ich, der Zelda-Soundtrack ist da drin und der God of War-Soundtrack, der ist da auch mit drin, aber ansonsten nutzt man das alles nicht mehr so. Was ist ein CD-Player? Ja, du merkst, dass du alt bist, wenn sowas wie CD-Player sagt, die hilft dir ja schon gar nichts mehr. Petition gestartet, Pro Collectors Edition. Und guten Abend, teilweise schön, dass du reinschaust. So, was müssen wir machen, Clementine? Wo müssen wir hin? Wir müssen einen Weg finden. Sehe ich das richtig? Keine Sorge, Detective Spätzle macht sich auf, wieder Röhre zu... Oh ja, da ist irgendwas. Was mache ich hier? Ah, okay, das schieben wir hier hin. Schieben wir das wohin? Nee. Okay, sie hat irgendwas gefunden. Ah, wir werfen das ein. Was macht sie? Der Walkman. Die hat eindeutig nicht meine Weitwurf-Skills. Nicht so wie ich. Sie macht das. Sie wirft die Sachen da durchs Fenster. Wisst ihr, wo das bei mir gelandet wäre? Hier gegen die Tür. Wenn ich das geworfen hätte, das wäre hier so gegen die Tür geknallt. Bin ich dann uralt? Ich weiß gar nicht, wie alt ist der Walkman. Ach, den gab es ja auch echt lang. Und dann kam irgendwann der MP3-Player. Ach ja, die Zeiten verfliegen. Kamehameha! Ja, das war das beste Kamehameha überhaupt. So, Tür öffnen. Blip. Wir holen Clementine hier mit raus. Nee, ich merke, dass ich alt bin, wenn junge Leute keine Ahnung haben, was eine Kassette ist und mit dem Bleistift. Oh ja, wenn man das reingezogen hat, wieder das Band. Hey, man konnte es wieder fixen. Das war gut. Das war wirklich gut. So, Clementine sagt, diese Wächter versperren mal wieder den Weg. Sie werden mich sofort bemerken. Vielleicht kannst du versuchen, sie in eine Zelle zu locken und dort einzusperren. Oh, das finde ich gut. Das klingt nach einem guten Plan. Dann sind nämlich alle bösen Zombies weg. Zombies, Roboter. Alle bösen Roboter sind dann weg. Wenn du geworfen hättest, dann wäre es auf deinen Fuß gefallen. True Story. Ich hätte mich wahrscheinlich selbst verletzt. Hätte mich selbst K.O. geschlagen. Sowieso, wenn du bei Pokémon verwirrt bist. Das Pokémon hat sich selbst verletzt. Louis hat sich beim Werfen selbst verletzt. Oh, ich hatte recht. Scheinbar kommt ein Rucksack für die eigene Katze raus. Ah, das ist ein Fanprojekt, oder? So ein Schabani, das ist bestimmt so ein Fanprojekt. Wenn du so eine Katze hast, die das trägt, meine mögen es nicht. Oh. Hey, was ist mit dir los? Treffen. Oh, was ist mit dem denn los? Der Pablo. Oh nein, Pablo. Siehst du den Typen da drüben auf dem Boden? Er wurde neu gebootet. Ich will mein Gedächtnis nicht verlieren. Ich habe solche Angst. Oh. Die haben den neu gebootet? Da ist eine Erinnerung übrigens. Na, das ist wahrscheinlich der neu gebootet wurde. Oh Gott, ist das furchtbar. Ich habe mir schon ewig keine CD mehr gekauft. Ich kaufe immer die digitalen Versionen, wenn ich mir etwas wirklich gut finde. Oder ich beim Künstler nicht mag. Ist vernünftig auf jeden Fall. Und ich kann das voll nachvollziehen. So CDs ist halt, das nutzt man halt einfach nicht mehr. Oh, oder wurde der hier neu gebootet? Oh, oh. Der Altenpfleger. Dieses Genesungszentrum hat mir sehr gut getan. Mein Geist ist klar und rein. Ich bin jetzt ein vorbildlicher Bürger. Oh, das klingt voll brutal. Das ist so Gehirnwäsche an den kleinen Robotern. Das finde ich gerade furchtbar. Ging jetzt woanders eine Tür auf? Nö, ich habe die hier nur zugemacht. Okay. Ich glaube, Louis ist älter als mein, weil ich einen MP3-Player kenne. Also MP3-Player kennt man. Also wenn man ja... Also wenn man es ernst nimmt, dann ist auch der iPod ein MP3-Player. Oh, du hast einen Walkman und den Discman. Oh Gott, oh Gott. In der Vitrine stehen. Also ich kenne das alles, aber ich und fühle und bin nicht alt. Seht ihr? Hero ist nicht alt und kennt das auch. Jetzt kommt die richtig tolle Stelle im Spiel. Viel Spaß. Oh Gott. Also momentan, heute können wir tatsächlich ausgehen heute. Anfang, Mitte, Ende 20. Ich bin über 18, Leute. Das ist das Wichtige. Es ist ja alles legal, was wir hier im Stream machen. Ich fand die Stelle nicht so leicht. Oh Gott, Stitch & Green sagt doch sowas nicht. Okay. Okay. Scheinbar in Zusammenhang mit der Firma Travel Cat. Oh Gott, das ist niedlich. Der iPod Shuffle, das waren Zeiten. Ich glaube, der erste iPod hatte auch nur 4 GB oder so. Also wirklich gar nichts. Okay, jetzt kommt eine tricky Stelle. Also wahrscheinlich hier schon eine tricky Stelle im Sinne von... Ich muss die hier einsperren wahrscheinlich. Oh nein, das ist ja doof. Ich kann das auch von innen verwenden. Habe ich jetzt irgendwas freigeschaut? Oh nein, ich hab hier auch schon größte Angst. Weil ich jetzt... Geht's wirklich um diesen einen Roboter? Den wir hier weglocken müssen? Ja, das finde ich jetzt auch nicht so cool. Musst du hier weg? Wahrscheinlich musst du das gar nicht. Ich habe ihn eingesperrt. Geschieht dir recht, du Roboter, du. Ich habe gar kein passendes Schimpfwort. Es ist noch nicht nach 10. Ich kann hier noch keine Schimpfwörter bringen. Anfang 20. Es klingt jedenfalls so falsch, wenn du sagst, dass auf jeden über 18 bist. Ja, auf jeden Fall. Muss ich sein. Muss ich sein. Ich sage mein Alter ja nicht, Gero. Ich sage ja mein Alter nicht. Deshalb sage ich über 18, weil man für Twitch-Stream über 18 sein muss. Alte Rostlaube. Das ist aber jetzt gerade eskaliert, Justin. Mit alte Rostlaube ist eskaliert. So, dann haben wir jetzt noch die Erinnerung hier. Dieser arme Kerl. Es scheint, dass die Wächter erbarmungslos sind, wenn man sich ihnen widersetzt. Genau das habe ich befürchtet. Sie haben ihn komplett ausgelöscht. Oh Gott, oh Gott. Keine Gefühle mehr, kein Selbstbewusstsein, keine Erinnerungen. Bitte, wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Oh Gott, ist das furchtbar. Das war, glaube ich, die letzte Erinnerung. Hat er nicht gesagt. Das hat er hat ihn jetzt hier nicht beschimpft. Ist hier oben noch irgendwas? Nee, oder? Das haben wir doch jetzt schön gelöst, oder? Mit dem Roboter. Oh nein, da ist noch einer. Okay, wir machen das hier erstmal auf. Das klingt falsch, als würdest du irgendwas Schmutziges machen, weil Ü18. Kann man einstellen. Wenn man Ü18-Content... da ist noch einer. Oh, das gefällt mir gerade gar nicht. Ich glaube, das wird wirklich eklig. Oh, oh. Ich weiß nicht, wo er ist. Ah! Ich weiß nicht, wo er ist. It's a super trap. Das war gruselig. Komm mal her, du. Wir probieren das nochmal. Wir haben einen eingesperrt. Immerhin. Immerhin. Ich glaube aber, ich befürchte, wir müssen den zweiten hier auch noch reinbringen. Das ist uncool. Oh nein, was ist mit dir da hinten? Oh nein, der Lupin. Sie haben mich ins Gefängnis gesteckt, weil ich meinen Prozessor übertakten wollte. Da hört ihr es. Hört auf, eure Prozessoren zu übertakten, sonst landet ihr hier nämlich im Robotergefängnis. So, wir müssen da jetzt einen zweiten reinkriegen. Da ist noch einer. Warte, mit dem reden wir auch noch. Der Capone. Hey, bring mich nicht in Schwierigkeiten. Ich habe nur noch 758 Jahre. Da bin ich wieder frei. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ist halt lustig. Du kannst die auch anmiauen und zum Reinlocken. Oh Mann, Mario, sag das doch gleich. Ich glaube, jetzt habe ich es dir bestimmt schon super falsch gemacht. Mach hier mal auf. Schauen wir mal, ob der... Geht der raus oder bleibt der jetzt da schön drin? Pikachu, you spider coat! Nein! 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 Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Oh nein. Ich habe keine Ahnung. I have no idea what I'm doing. I have no idea. Gehst du da rein? Ich glaube, den einen habe ich gehackt. Wie auch immer man das macht. Nein! Bleib du da drin! Nein! Geschlossene Tür unten durch. Oh, no way! Wie passt da unten durch? Passt da unten durch? Es gibt's doch nicht. Oh. Alle waren da dunkel reinstehen, dass du reinschaust. Um Louis' Alter zu bestimmen, muss man tiefer in die Geschichte der Menschheit und Dinosaurier eingehen. 1300 vor dem kommenden Kometen, als Katzen noch nicht die Weltherrschaft an sich rissen, wurde eine kleine Dino-Begeisterte auf die Welt geschickt, um Dinos und Katzen in Liebe zu vereinen. Demnach ist das Alter unbekannt, aber die ist über 18. Geil. It was at this moment that he knew. He fucked up. Jetzt ist geil, das war eine sehr, sehr schöne Erklärung. Ich trinke einen Schluck. Das war anstrengend. Leute, das war anstrengend, wirklich. Danke, Stitch and Green. Seht ihr, Stitch and Green wusste auch nicht, dass man da... Und Justin wusste auch nicht, dass man da durchpasst. Oh Gott, das war jetzt eine Aufregung hier. Ich habe es auch nicht gewusst damals und habe es in dem Stream gesehen. Das sieht man wieder, wenn manche schlauer sind als andere. Wisst ihr? So die Streu vom Weizen, da trennt sich das. Also in so einer Apokalypse sind wir dann die... Weißt du, da zockst du jahrelang und denkst dir, du kommst mit jedem Kniff klar, der dir dann mal in deinem Leben begegnet. Und dann kommt hier so eine Szene und alle nur so, keine Ahnung, was man dir machen muss. Du bist vorhin sogar ein- bis zweimal durchgelaufen. Danke, Viergul. Das macht's gerade nicht besser. Ich hab's verstanden. Ich hab's nicht gut gespielt. Ah. Ah, das kann sie leicht sagen, dass sie über 18 ist. Wir können das nicht prüfen. Twitch kann das prüfen, wegen meinem Affiliate-Status. Da musste ich das ja alles anmelden. Die wissen das. Oh, war das jetzt spannend. Also für das, dass ich nicht wusste, dass man da durch kann, finde ich, habe ich das jetzt ganz gut gespielt, oder? Jetzt habe ich zwar wahrscheinlich die ganzen Nachrichten überlesen, weil ich dann nur noch mit dem einfach weitergegangen bin. Wenn irgendwas ist, dann schreibt doch mal gerne. Dave hat sogar früher geschrieben, dass man eher durch kann. Ich habe es zu spät gesehen. Leute, sie wollten doch nur zeigen, dass es ohne Durchlaufen geht. Ja, Hero hat's verstanden. Es geht auch ohne Durchlaufen. Clementine, bleib wachsam. Wir sind auch nicht in Sicherheit. Okay. Wir müssen hier bestimmt jetzt hoch irgendwo. Oder rein. Oder rüber. Wo sind wir denn? Oh, da ist ein Hebel. Können wir den... Wie kommen wir denn an den Hebel? Wir müssen da jetzt irgendwie rüber, oder? Rüber? Hoch? Rüber? Nee, das ist ein Raum. Hey, wie geht's hier weiter? Heb mich. Ah, wir müssen doch. Da oben kann ich durch. Kann ich da oben durch? Wie kann ich da durch? Kann ich hier unten durch? Wo kann ich durch? Da. Erstmal pöbeln. Erstmal schimpfen. Ich mach auf, ich mach auf. Alles gut. Oh. Ach, sie muss über 18 sein, sonst könnte sie Stray nicht spielen. Ja, dieses ab 18er Titel ist einfach ganz, ganz schlimm. Oh Gott. Die ersten Subs haben eine Kopie des Perses bekommen, genau. Sag das Zauberwort und du hast die Macht. Halt B12 fest und spür die Macht. Du kannst es tun. Oh, Spätzle Moon. Ich liebe Sailor Moon. Ich habe das geliebt. Das kam auch... Es gab dann noch so einen Sender und da lief das ganz lang auch noch. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, das gibt es mittlerweile bei Amazon Prime, oder? Oh, so nach dem Stress von der Arbeit endlich gegessen, aber kurz reingeguckt. Danke sehr, dass du da reingeguckt hast. Gehst du dann jetzt ins Bett oder entspannst noch ein bisschen? Ich hoffe, deine Arbeitstage waren nicht allzu stressig. Beziehungsweise geht morgen nicht so stressig weiter. Clementine sagt, diese Tür, sie ist der einzige Weg aus dem Gefängnis. Ich glaube, wir können sie von dem Kontrollraum da drüben aus öffnen. Wir müssen aber einen Weg finden, um in den Raum zu kommen. Schauen wir uns mal um. Okay. Okay. Da hängt ein Fahrrad. Und die Autos. Das sind so... Die gibt es doch nur in Italien, oder? So kleine Tuk-Tuks. Ach! Was stelle ich hier gerade an? Wir haben Glück, sie haben die Schlüssel in der Tür stecken lassen. Springe auf die Ladefläche des Lasters. Du solltest in der Lage sein, über den Zaun zu klettern und so in den gesicherten Bereich zu gelangen. Bin voll auf Osaka hängen geblieben. Netflix. Das soll gut sein, oder? Habe ich auch schon gehört. Was will sie? Hier hoch? Oh Gott, wie süß. Noch ein Stück, noch ein Stück. Oh Gott, pass auf. Oh, worum geht's jetzt? Da brauchen wir aber wen, der das singen kann. Doch ja, mit meinem unglaublichen Gesangstalent. Ich habe ja die wunderschönste Gesangsstimme überhaupt. Könnte ich bei DSDS auftreten und dann wäre ich in dieser Sektion, wo die kommen, die nicht singen können. Über die sich dann ganz Deutschland lustig macht. Die Fraktion bin ich. Wo geht's jetzt hin? Okay, darüber. Miau. Hebel auf. Blub. Das war einfacher. Die Tapolen zu 5-mal. Ja. Oh, oh. Wo muss ich hin? Wo muss ich denn schon wieder hin? Warum schießen die denn schon wieder? Zu schießen. Ah. Fahr doch nicht ohne mich. Jetzt fährt die ohne mich weg. Könnt ihr euch das vorstellen? Die fährt gerade ohne mich weg. Alter. Alter. Fahr doch hier nicht ohne mich weg. Ist sie einfach ohne mich losgefahren? Oh Gott, was passiert hier? Oh, oh. Diese Wächterroboter sind gruselig. Uiuiui, close one. Nein, Clementine, komm mit. Will sie nicht mit? Wir werden es auf jeden Fall alle schaffen, wenn uns... Wir werden es auf keinen Fall alle schaffen, wenn uns die Wächter auf den Fersen sind. Sorry, jetzt ist es gerade hier abgeschnitten mit meiner Kamera, aber ich lese es vor. Ich kann sie für eine Weile ablenken, aber du musst gehen. Im Manifest der Außenweltler steht, wir müssen um jeden Preis die Außenwelt erreichen. Ich habe das geschrieben. Oh nein. Oh, Spätzle. Oh nein. Du gehörst jetzt zu uns. Das heißt jetzt nicht, dass jeder die Außenwelt erreichen muss, aber einer von uns muss es tun. Ich habe den U-Bahn-Schlüssel bekommen. Geh jetzt, ich behalte dich in meinen Erinnerungsspeicher. Kleiner Außenweltler. Das ist traurig. Ich hoffe, sie überlebt das. Oh, ist das traurig. Ist das traurig gewesen? Wie emotional. Ich mag das Spiel, aber an dieser Stelle war es absolut sinnlos. Clementine hätte der Spätzle auch einfach kurz rüberhelfen können und hätte nicht rückwärts fahren müssen. Ja. Das stimmt, aber das war witzig. Ist ganz schön schwungvoll rückwärts gefahren. Ich hatte Angst, dass ich zerquetscht werde, wenn ich falsch abspringe. Das habe ich mir gerade so vorgestellt. Schabani, dankeschön. Der Katze geht es nicht so gut, deshalb lassen wir den Gesang so stehen. Danke. Okay, jetzt stehen die Chancen wieder gut, dass du es heute zu Ende bekommst. Yay! Fährt die Katze das Auto? Das wäre so lustig gewesen, wenn die Katze das Auto gefahren ist. Es war der Roboter, Herr Polav. Es war der Roboter. Oh Gott, oh Gott. Ich sehe gerade, dass die Tuk-Tuks keine Rückspiegel haben. Okay, sie ist auf gutem Gewissen einfach rückwärts gefahren und hat uns dabei nicht zerquetscht. Gott sei Dank. Sigmund schreibt, ich bin nicht müde. Heute Morgen um 8 Uhr nach Wicked bei Dortmund gefahren und dann 12 bis 8 Uhr Kinder, die Rucksäcke. Oh, jojo, jetzt wieder zurück in Köln. Oh, nice. Sigmund, macht ja noch einen entspannten Abend. Uiuiui. Ja, stell dir vor, sie fährt hier mit diesem Auto und auf einmal geht der Tank aus. Ich hoffe, Clementine übersteht das. Das war jetzt schon irgendwie emotional. Also das ist ein Ape. Ah, gibt es in Italien viele. Ein Tuk-Tuk findet man hier in Thailand. Ich nenne die alle Tuk-Tuk. Ich nenne mein Auto Tuk-Tuk, weil es so ein kleines Auto ist. Weniger Bodenfreiheit. Und Louis, schönen guten Abend. Lieb, dass du reinschaust. Super lieb von dir. So, Time-Waste verabschiedet sich. Ich wünsche dir gute Nacht, Time-Waste. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir gucken jetzt mal. Die lustige Stelle... Das Lustige an der Stelle ist auch, dass gerade in eine Sackgasse gefahren ist. Ist sie? Eventuell war die Tür offen und sie ist durch diese Tür. Eventuell. Solange wie sie erzählt hat... Ach so, weil sie gekniet hat und erzählt hat, dass wir es jetzt nicht alleine schaffen, hätte sie auch mit können. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, ihre Befürchtung war, dass die uns verfolgen. Wobei, hier in der U-Bahn hätten wir uns auch cool verstecken können, oder? Wir haben auf jeden Fall diese High-End-Atombatterie, glaube ich, war es irgendwie. Jetzt können wir die U-Bahn starten. Wie cool. Ich überlege gerade, wo wir das starten müssen. Nicht hier, aber ich glaube da vorne vielleicht. Das leuchtet. Nö. Ja, irgendwo müssen wir das jetzt starten können. Oder oben. Oben war ja auch noch so ein Schalter. Vielleicht oben. Hm, ich schaue nochmal hoch. Das habe ich ja jetzt wieder clever gemacht. Oben war auf jeden Fall so ein Roboter in so einer Wickeldecke. Oh, wie heißt die Katze? Oh nein, das ist Nico. Ah, Gero. Das ist die kleine Gero. Stimmt, sie sitzt da. Warte, ich mach kurz groß. Ich switch gleich wieder rüber. Da sitzt sie. Da. Das ist die kleine Gero. Das ist die gesunde Katze. Die andere ist nicht da. Da ist die Shiro. Sie will Nashi. Vielleicht kann ich sie Kerl locken. Ich habe hier Nashi. Sie hat das Naschi gesehen und war happy. Ja, schau mal, da. Gero. Komm mal her. Kleiner Fluff. Oh. Da ist der kleine Fluff. Schau. Ich weiß. Erstmal Naschi. Erstmal Naschi. Ich wusste, es ist gut, hier Katzentreats zu haben für alle Fälle. So, Nico ist auch da. Nico, komm mal her. Oh, oh, sie ahnt Schreckliches. Ist nur eins. So, Katze im Stream, mentaler Beistand, ja. Die andere ist gerade scheu, die will gerade nicht, aber mentaler Beistand ist da. So, um zurückzugehen. Jetzt gab es im Stream sogar echte Katzen. Was für ein... Ja, ich hoffe, sie macht jetzt keinen Unsinn. Hallo Topsch, das reicht schon. Die Tiger übernehmen den Stream, Katze. Jetzt gab es auch schon los. Jetzt ist super lieb, dass du reingeguckt hast. Mega lieb. Ich wünsche dir gute Nacht, schlaf gut und Trefferschüsse. Oh nein, morgen geht's für 5 Wochen in die Reha. Oh nein, Tom, das tut mir leid. Ich hoffe, das hilft, die Reha. Und dass es nicht ganz so schlimm wird. Das Essen da ist immer nicht geil. Okay, da war nicht der Moment, wo man... Wenn dich jemand besucht, lass dir Essen mitbringen. Irgendwie von Mackie oder so. Weil ich finde, das Essen ist so das Schlimmste bei Reha. Da kann man gar nicht gesund werden bei so einem Essen, finde ich. Aber hier komme ich nicht weiter. Okay, irgendwo muss ich doch die Batterie jetzt da reintun. Wir laufen doch mal in die andere Richtung. Ich, die einfach schon wieder keinen Peil hat, wo wir hin müssen. Das ist ja wieder toll. Irgendwo muss es ja eine Schaltzentrale geben und da muss ja die Batterie fehlen, die ich dann einfügen muss. Das kann ja hier nicht so schwer sein. Da. Wusste ich. Hattest du schon mal Reha? Nee, ich hatte keine Reha, aber meine Mom. Öfters. Und da habe ich das alles mitbekommen. Ich habe immer Essen mitgebracht. Schauen schon mal zu Best Stray zu, die Katzen. Ja, ich glaube, jetzt ist sie weggegangen. Nee, sie ist jetzt noch da. Warte, sie ist jetzt noch da. Und da ist die Neko auch. Moment, ich will sie... Ah, nee. Sie ist weitergegangen. Ich will sie noch nicht so hochheben. Ich bin bei ihr aktuell noch so skeptisch. Ich will sie aktuell noch nicht hochheben. Ich gebe ihr noch mal was. Schau mal. Wo ist sie? Nico! Irgendwer isst schon. Egal, wo es liegt. So, jetzt der Gegenstand einfügen. Meiner Mama geht's wieder gut, ja. Schabani, der geht's wieder gut. Meine Mom war ganz weird. Meine Mom ist mit einem Wirbel in der Wirbelsäule zu viel geboren worden. Und dadurch war zu wenig Platz für die Bandscheiben. Und dann hat sich das total entzündet in der Wirbelsäule. Und dann war das so eine riesen Rücken-OP. Es piept schon wieder. Ganz komisch. Und dann war sie auch ganz, ganz lange auf Reha. Um das wieder hinzubekommen. Und das war nicht so cool. Oh, Mario ist zu 71% in Katzen verliebt. Mario, das ist mehr als sonst. Katzen scheinst du echt gern zu haben. Oh, schau, wie ihr Schwänzchen nach oben ging. Aber das ist süß. Oh, Louis. Oh nein, Mario. Wir benutzen die U-Bahn. So wenig nur, armer Mario. Okay, wir starten die U-Bahn als Miezi. Obacht, wir starten die U-Bahn. Gegenstand verwenden. Wenn ich jetzt erst auffällt, dass hinter Louis ihr Bett ist. Ja. Ja. Das hatten wir schon öfters, Gero. Ich könnte theoretisch so einen 24-Stunden-Stream machen und hier die Kamera einfach laufen lassen und dann lege ich mich hinten ins Bett. Und da der Stuhl hier ist, würde man es nicht mal sehen. Jetzt bin ich irgendwo dagegen gerannt. Meine Katze. Ah, eine U-Bahn-Party, ist witzig. Der Kontrollraum. Oh, wie spannend. Ist das cool. Kann man da irgendwo hoch? Ich will ein bisschen rausschauen. Wo fahren wir denn hin? Das ist irgendwie gruselig. Oh, ich habe die U-Bahn schon irgendwo crashen sehen und Spätzle schon wieder rumpurzeln und keine Ahnung, was total Schlimmes. Okay, wir sind im nächsten U-Bahnhof jetzt. Enjoy the world's safest city. Die Walled City. Oh. Für den Spätzle-Schaffner. Oh nein, und der ist verdammt dazu, den U-Bahnhof hier sauber zu machen, in dem niemand mehr ist. Wenigstens Pierre hat mich lieb. Oh, 97%. Pierre, Respekt. Das ist echt viel. Das ist echt viel. 38% ist lächerlich. Der ist süß. Der Verliebkommand ist super süß. So. Der Gehilfe 477, der hat nicht mal einen Namen. Hallo, wie kann ich dir helfen? Ich glaube, das ist noch ein früherer Roboter, der noch ein bisschen primitiver ist, weil er keinen Namen hat. Und quasi nur eine Aufgabe, sauber zu machen. Verrückt. Verrückt. Oh, 92% an Mario. Mario, siehst du? Pierre und Kodamax. Weißt du Bescheid? Cooldown. Ja, Mario, erklär das mal. Das ist ja schick hier. Schaut mal, das ist viel schöner. Die Walled City. Da ist noch einer. Der schneidet Bäume. Sei gegrüßt, Bewohner der Mauerstadt 99. Gehilfe 62. Ich glaube, die sind primitiver. Kann das sein? Bin ich jetzt durch Farbe? Habe ich jetzt Katzentapser? Ja, ich habe einen ich habe ein paar Katzentapser auf die Farbe gemacht. Ich bin gerade dabei, diesen Bereich zu streichen. Bitte sei vorsichtig mit der noch frischen Farbe. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Er meint die frische Farbe, in der ich gerade drin stehe, oder? Chaos und Verwüstung. Chaos und Verwüstung. Okay. Okay, das ist hier super schick. Aber die sind alle nicht so schlau. Die reden alle nur so Standardsätze. Sei gegrüßt, Bewohner der Mauerstadt. Diese Tür, die an die Oberfläche führt, ist derzeit aufgrund der Eindämmungsmaßnahmen verschlossen. Bitte wende dich an einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum. Wenn du irgendwelche Anliegen hast, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Aber sehr polite. Sehr polite Wort. Und super sauber. Fast schon zu sauber. Hallo, wie kann ich dir helfen? Die sind ja süß. Uiuiui. Ja, der tut sogar das mit so einem Fensterwischer-Ding machen. Der reagiert auch nicht auf Mountain. Kaum ist Louis eine Katze, wird sie weggeschüttet. Oh, ich wäre eine super Katze. Ich wäre eine super Katze. Hallo, meine derzeitige Aufgabe lautet Fenster putzen. Bitte wende dich an einen zertifizierten Ingenieur, wenn du irgendwelche Anliegen hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Okay. Ein zertifizierter... Das ist ja süß, voll der Wartebereich hier. Wow. Ich frage mich echt, was hier passiert ist. Flauschi, Flausch. Was machst du hier? Die Stadt wurde zu deiner Sicherheit abgeriegelt. Bitte wende dich... Okay, ja, ja, das habe ich schon verstanden, dass ich da hin muss. Oh, wie cool. Oh, das ist ja voll cool. Okay, das ist quasi so ein Kreis, ein Donut. Und innen drinnen im Donut ist die Stadt. Da sind quasi die Slums unten. Da ist auch dieses orangene Schild. Ich glaube, da waren wir ganz am Anfang und wir haben uns jetzt quasi hier so ein bisschen hochgekämpft. Und jetzt sind wir da oben in diesen Kontrollräumen. Das ist ja fancy. Und die haben quasi oben diesen Stern in den Himmel gebaut, dass es aussieht, als wäre das... Sehr spannend. Insta verabschiedet sich auch. Gute Nacht, Insal. Schlaf gut. Träuber, schönes Lieb, dass du reingeguckt hast. Tom schreibt, Louis, ich war gestern shoppen. Ich habe meine Weihnachtsgutscheine von meinen letzten beiden Arbeitgebern ausgegeben. Hab für 133 € Pokémon-Plüsches gekauft. Das klingt nach einer sehr vernünftigen Anschaffung, Tom. Welche hast du dir geholt? Welche Plüschis? Welche gab's? Da ist das Infoding. Oder ist das die Toilette? Das ist die Toilette, oder? Damen- und Herren-Toilette. Kann ich in die Toilette? Oh, schade. Okay, wir können das bestimmt hacken, oder? Oh, wow. Okay, wir hacken es. Der Kontrollraum ist durch eine Art Sicherheitsprotokoll verschlossen. Es besagt, dass nur Menschen in den Raum betreten dürfen. Er sagt weiter, dass ich nicht als Mensch gelte. Hier, das ist eine Beleidigung, Sicherheitsprotokoll. Vielleicht können wir diesen Durchgang öffnen, wenn wir zusammenarbeiten. Ja, mach ihn auf. Das ist deine Aufgabe. Gut, dass ich nochmal geklickt habe. Na? Na? Wie komme ich denn da hin? Miau! Habe ich irgendwas? Oh, oh. Da ist wieder so ein Roboter. Diesmal weiß ich, wie sie funktionieren. Die folgen einem nämlich. Wusstet ihr das? Die verfolgen dich. Es ist nicht so, dass du die schieben musst. Die folgen dir. Nur für die, die noch nicht wussten, dass die Roboter das machen. Ich verabschiede mich auch. Gute Nacht. Shabani, lieb, dass du reingeguckt hast. Ich wünsche dir gute Nacht. Träum was Schönes. Bis dann. Hallo, Adi. Jetzt bitte den Film... Das war jetzt irgendwie out of context. Andi, das ist gerade out of context. Was muss ich machen? Ich war bei Saturn, 6 Plüschis in der Hand und kommt der Verkäufer entgegen. Ihr grinst und meinte, viel Spaß. Das war ein schöner Verkäufer. Der war aber lieb drauf dann. Katze sein ist cool. Man geht allen mit dem Gemaunze auf den Senkel, schmeißt Sachen runter, stellt sich Leuten in den Weg, damit sie stolpern oder verwüsten die Wohnung und dann noch guckt man einmal lieb und schnurrt und schwustend. Also ist alles vergeben. Das ist True Story. Das ist nämlich genauso. Was meine Katze mich hier auch schon rumkommandiert hat. Die führt hier so ihr Cat-Life. Da maunzt sie ganz viel und du denkst, sie hat Hunger. Und in Wirklichkeit wir sind nur Leckerli. Alles schon passiert. Alles schon passiert. Tück. Ist ja auch ein Future-Game und kein Zelda, Louis. Ja, aber ich dachte, man muss ihn schieben. Oh, das war so peinlich, als ich den versucht habe zu schieben. Schaltkasten, jetzt bitte den Nippel durch die Lasche ziehen. Ach, keine Ahnung. So, bei Tomgax, Glurak, Evoli, Voldi, Flamara, Chimp und ein Zwinker-Pisa-Sam. Oh, süß. Mega cool. Mega cool. Ich will auch Gutscheine für Pokémon-Plüschis von meinem Chef. Das ist der Kontrollraum für die gesamte Stadt. Von ihr aus haben sie alles kontrolliert und er ist leer. Aber da sind noch Kaffeetassen. Ich weiß noch, wie sehr sie Moment. Ich weiß noch, wie sehr ich sie gehasst habe. Sie hatten alles. Sauberen Lebensraum, grenzenlose Macht, Bewegungsfreiheit, aber es hat ihnen wenig genützt. Der war schon schick, die Plage. Ich erinnere mich jetzt. Oh, oh, jetzt kommt, was passiert ist. Alle starben und sie dachten, sie stünden über allem. Sie taten nichts, um uns zu helfen. Ich sah zu, wie meine Familie starb. Ich fühlte mich hilflos. Ich konnte nichts tun, um sie zu retten. Oh nein. Aber dir kann man immer noch helfen. Wir können immer noch nach draußen gehen gemeinsam. Ich werde die Erinnerung an die Menschheit und die Menschen, die gelebt haben, mit mir tragen. Oh Gott, ist das traurig. Ist das traurig. Oh, da kam nochmal eine Erinnerung. Krass. Kaffeetassen. Die Kaffeetassen sind nicht so cool wie Louis Tassen. Oh, Mario. Ich sag ja, du musst noch in so einer Werbeagentur arbeiten. Die Tasse runterschreiben. Ich will die Tasse runterschmeißen. Und Metzger! Vielen lieben Dank für den Raid. Oh, wie süß. Dankeschön. Wir warten kurz, bis er im Chat ist, wenn wir uns hier schon bedanken. Hallo, liebes Mädchen. Schön, dass du reinschaust. Schon mit Raid. Oh, wie süß. Oh, tolles Emote. Warten kurz, bis er da ist. Da ist er. Hallo Metzger, schön, dass du reinschaust. Vielen lieben Dank für den Raid. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, ihr hattet einen ganz tollen Stream. Ihr habt Destiny 2 gespielt. Krass. Und jetzt zu Stray, das ist schon Respekt. Wir spielen hier schließlich diesen super schweren ab 18er Katzentitel. Mit ganz viel Action. Lieb, dass du reinschaust. Freut mich wirklich sehr. Ich hoffe, ihr hattet wirklich einen schönen Stream. Alle, die mich noch nicht kennen, ich bin die Louis. Wir spielen heute Stray ganz gemütlich. Wir sind wahrscheinlich heute im Finale. Also jeder, der es noch spielen will, sollte jetzt aufpassen, nicht, dass er gespoilert wird. Und ansonsten gibt es von mir ganz viel Nintendo-Content. Und am Donnerstag spielen wir auch wieder Mario Kart. Da ist auch jeder herzlich eingeladen, mitzudüsen. So, nochmal vielen lieben Dank für den Raid. It's a trap. It's a trap. It's a Mario Kart Trap, oder? Niemand will Mario Kart mitspielen. So, wir sind jetzt in diesem Kontrollraum. Ob die Snacks noch gut sind? Zumindest ist es sauber, das stimmt. Weil die Roboter, die sie gebaut haben, die funktionieren ja immer noch. Das heißt, die Oberschicht oder die Oberchefs haben hier quasi dann gelebt. Und die anderen alle unten in den Slums. Und dann sind die alle gestorben an der Krankheit, oder? An der Plage. Oder haben die kleinen Zurks alle Menschen aufgegessen. Das wäre auch eklig. Tom freut sich über seine Plüschis, das ist echt cool. Huch. Schaut mal, das ist wie so ein Space Cockpit. Das ist bei der NASA. Das sind auch mal so ganz viele Bildschirme und ganz viele Arbeitsplätze. Das ist ja krass. Mit anderen Worten, Louis braucht noch 3 Jahre laut Streamplan. Ah, ab nächste Woche machen wir wieder was anderes. Müssen wir noch gucken, was wir dann zocken. Nach Stray jetzt. Ich überlege nicht, ob wir... Oh, inspizieren. Ob wir Elden Ring mal in einem Schwung durchziehen. Müssen wir noch gucken. Müssen wir noch gucken, was wir machen. Der Kontrollraum. Das ist der Hauptcomputer. Schaut, wie schön die Plätze nummeriert sind. Von 1 bis 6. A, B und C. Nein, Mario, diesen Donnerstag gibt es wieder einen Dino-Donnerstag. Kannst du dir das vorstellen? Das fühlt sich super unreal an. Dem Großrechner nach zu urteilen, war schon seit Jahren niemand mehr hier. Die ganze Stadt steckt in einem Abriegelungszyklus. Aus längst vergangenen Zeiten fest. Wenn wir ihn deaktivieren, sollten wir die Stadt verlassen können. Wir müssen den Rest dieser Systeme online bringen. Wie online bringen? Gibt's noch WLAN und alles? Diese Computer enthalten die Daten, die wir brauchen. Wir müssen sie einschalten. Okay. Während du das tust, suche ich nach Passwörtern und verschlüsselten Codes, um ins das System zu gelangen. Alles klar. Das heißt, ich hüpfe über alle Keyboards drüber, um die anzuschalten? Ist das meine Aufgabe? Das kann ich. Geil, feier ich. Aber die sind nicht alle. Die sind teilweise schon an. Okay, das macht Fun. Das könnte ich jetzt noch eine Stunde lang machen. Habe ich alle eingeschaltet? Gut, Job, ich habe alle eingeschalten. Der Dino-Donnerstag ist eine Medienlüge. Wie geil. Bist du in Elden Ring mit Vater Masula durch? Nein, das fehlt mir noch. Das ist das letzte Gebiet. Deshalb sage ich ja, ob wir das im Stream spielen mal. So in einem Wisch. Viel cool. Ich glaube, 4 Stunden sollten das sein, oder? Das durchzuspielen, hat mir jemand gesagt. Dino-Donnerstag mit Mario Kart. Perfekt, ja. Kommt am Donnerstag wieder, Leute. Ich freue mich riesig auf die neuen Strecken. Es hat geklappt. Gut gemacht, mein Freund. Ich hab's gefunden. Ich weiß, wie man die Stadt öffnet. Ich hab einen Joghurt im Rucksack. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Oh oh. Warte, vielleicht lässt sich das umgehen. Oh oh. Jetzt kommen wir doch nicht raus. Oh oh. Was macht er? Roof Control Station. Oh! Oh. Hä? Roof locked. Wollte er das Dach aufmachen? Das ist die Arbeitsstation, um die Stadt zu öffnen, aber es gibt mehrere Sicherheitssysteme, die uns daran hindern, sie zu nutzen. Jetzt müssen wir das tun, was wir am besten können. Ich hacke mich in die Rechner und du machst ein paar Sachen kaputt. Oh, das kann ich wirklich. Aber wo? Wo soll ich sagen? Nani! Nani! Doch, ich kann das überall. Da ist... Was soll ich kaputt machen? Ich weiß nur nicht, was ich kaputt machen soll. Ich mache gern Sachen kaputt, Roboter. Wo muss ich denn hin? Was wollen wir denn kaputt machen? Er hat nur gesagt, wir machen Sachen kaputt. Hier ist ja nichts mehr, oder? Gut. Dann müssen wir in die andere Richtung. Da ist nochmal eine Tür. Müssen wir in die Tür? Ich weiß gerade nicht, wo wir hin müssen. Dino-Liebe. Dino-Liebe für euch alle. Also der sagt, wir wurden, meine Roboterkollegen und ich wurden entwickelt, um uns alle Lebensformen zu kümmern. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Komme ich hier schon raus? Oder das ist meine letzte Aufgabe, oder? Sealed, genau. Das müssen wir irgendwie aufkriegen. Okay, wir gehen nochmal zurück. Ich bin jetzt 100 Pro dran vorbeigelaufen. 100 Pro. Ich laufe nochmal zurück. Die Schlösserkontrolle. Leute, spoilert mich hier nicht. Welche Schlösser? Ach, da. Nein, 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 komm, 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 komm. Ich kann hier nichts klicken. Da habt ihr es. Da redet ihr von Schlössern und ich kann hier gar nichts klicken. Jetzt habt ihr mich... Warte, das kann ich umwerfen. Umwerfen. Und jetzt? Ah! Ja. Ich hab's geschafft. Ich hab's. I did it. Okay, hier war auch noch einer. Und der ist hier angeschlossen. Und der ist da. Du müsst das hier irgendwie aufkriegen, oder? Okay. Okay, danke schön für den Tipp. Ich hab's verstanden. Ich sage euch dann, wie das Essen in der Rehe ist. Ich kann da richtig kritisch sein. Tom, ich glaube, dass das richtig kritisch wird. Ich wäre auch super kritisch. Lass dir auf jeden Fall, wenn dich jemand besucht, was mit... Also lass die dir was vorbeibringen. Das würde ich machen immer. Huch. Okay, da geht's auf. Okay, wir haben es aufbekommen. So, wie viele Schlösser brauchen wir eigentlich? Leuchtet das hier mal auf, wenn eins? Dann ist noch... Hm. Der ist jetzt weg. Der ist weg. Warte, ich gehe kurz eine Runde. Nein, nein, nein. Kein gelbes Schloss, kein gelbes Schloss, kein gelbes Schloss. 3 Schlösser, oder? Die haben wir jetzt alle 3. System is locked. Oh, you system. Ah ja, hey. Das sollten wir natürlich auch noch machen, nachdem wir das hier so wunderschön gemacht haben. Das System braucht mehr, als ich erwartet habe. Okay. Oh. Intrusion Alert. Oh, das klingt nicht schön. Oh nein, das klingt gar nicht gut. Wir müssen weitermachen. Ach, Gott sei Dank haben wir die schon alle aufgemacht. Fast Vollmond zurzeit, so ein Misträume. Echtes Vollmond. Ich schlafe aber auch einfach schlecht. Oh, oh. Yvonne, ich hoffe, das ist jetzt nicht kritisch. Mach dir keine Sorge, ich kann mich wieder aufladen, sobald wir die Arbeitsstation geöffnet haben. Oh nein, B12, geh bitte nicht drauf jetzt, während wir hier versuchen, das zu retten. Oh, oh. Mir gefällt nicht, dass er so knackscht. Bei der Speedy-Katzalot bin ich mir komplett angespannt durchgerannt. Vergessen, wie man das noch hinbekommt. Die versuche ich auch noch zu kriegen, die Trophy. Aber das mache ich alles ganz, ganz gechillt. In Ruhe, ohne Stream. Das ist nur ein Feature. Ich glaube, dieser kleine Körper ist erledigt. Oh nein, ist schon gut, das wird schon wieder. Trag mich einfach zur Arbeitsstation, wir können den Alarm ausschalten. Welche Arbeitsstation? Also, der müsste ja hier sein. Das ist, tut ihr hier alles der Control Room, oder? Oder auch nicht. Fallen lassen. Wieder nehmen. Okay, nee, warte, da wahrscheinlich, oder? Hier, das hackt er jetzt wahrscheinlich. Miau. Ja. Okay. Ich bin mit der Erklärung gerade nicht klargekommen, wo wir diesen kleinen Roboter hinsetzen sollen. Und alle nur so, oh, Louis. Du bist schon wieder dran vorbeigelaufen. So, das war's. Wir sind in Sicherheit. Okay. Oh nein, er raucht immer noch. Ich finde das nicht gut. Hör zu, ich habe dir was zu sagen. Ich wusste, dass die Energie, die zur Deaktivierung der zentralen Kontrollsysteme der Stadt nötig war, immens sein würde. Mehr als dieser Drohnenkörper zu verkraften mag. Aber da das Sicherheitssystem nun deaktiviert ist, kann ich die Kontrolle über das System annehmen und die Stadt öffnen. Wenn ich das System außer Kraft setze, könnte meine Software beschädigt werden. Aber ich hatte mich dazu entschlossen, als ich mich in den ersten Computer einklinkte, samt allen Konsequenzen, die das haben könnte. Oh nein, es tut mir leid, dass wir die Außenwelt nicht gemeinsam sehen werden. Ich dachte, ich müsste die Erinnerung der Menschheit bewahren, um an der Vergangenheit festzuhalten. Aber ich sehe eine Zukunft in den Gefährten und in dir. Komm, lass mich dir das abnehmen. Oh nein. Du warst mein Freund, das Beste, was mir je hätte wünschen können. Ich danke dir. Oh nein. Geht er jetzt drauf? Das finde ich jetzt nicht schön. Oh, B12. Oh nein. Oh. Taschentuchmodus mitgeladen. Ja, total. Oh Gott, ist der kleine Roboter jetzt gestorben? Oh nein. Können doch den Roboter hier nicht sterben lassen. Das geht ja gar nicht. Das ist super sad. Jetzt ist der Roboter gestorben. Um uns zu retten. Das ist wahre Miezi-Liebe. Gehen die kaputt im Sonnenlicht? Ist das ihr Feind? Oh, krass. Die Sonne war der Feind von denen. Die hätten die Plage aufhalten können, hätten sie einfach nur das Dach aufgemacht. Oh, das sind die anderen. Die anderen Roboter von unten. Ich kenne es schon und verkraft es trotzdem nicht. Und sogar im zweiten Mal Gänsehaut-Moment. Super sad einfach. Ach, die anderen Roboter sind auch deaktiviert worden. Oh, wir haben Clementine gerettet. Hart. Oh Gott, wie krass. Psst, Dave, ich will jetzt nicht, dass hier eine Pandemie die getötet hat. Oh nein. Der Batteriezustand wird schwach. Ja, nicht nur der Batteriezustand ist hier schwach. Krass. Wie es einfach aufgeht. Verrückt. Meine Theorie ist auch, dass die Waffe UV-Licht war. Ah, das würde Sinn machen, Stavo. Das würde echt Sinn machen. Das sind die UV-Strahlen, die getötet haben, die Zurks. Oh, verrückt. So ist es offen. Oh, Maus. Oh. Wurde das nicht am Anfang sogar gesagt? War es UV-Licht? Ich weiß es nicht mehr. Steht der Batteriezustand gerade stellvertretend für die Emotionen, die nicht zurückgehalten werden können? Ja, definitiv. Ich glaube, selbst der Controller ist gerade viel zu sad, was hier abgeht. Der sagt immer, dass der Controller-Zustand niedrig ist und dann spielt man noch 3 Stunden irgendwie. Oh, das war super sad. Das war echt sad. Gott sei Dank habe ich vorhin schon Taschentücher geholt. Das war jetzt echt sad. Krass, guck mal, wie riesig das gewesen wäre. Verrückt. Was sie hier für eine lange Animation gemacht haben, um dieses Dach hier zu schließen. Jetzt ist es durch, oder? Jetzt ist es durch. Oh nein. Jetzt hat sie noch bei ihm geschlafen. Ach so, und jetzt kann man sich immer wieder zu ihm legen. Oh Gott, ist das sad. Ist das sad. Oh, ist das sad. Oh, wir müssen ihn jetzt echt hier liegen lassen. Ich dachte, wir nehmen ihn vielleicht noch mit. Ich bin gerade etwas sad. Oh Gott, schaut mal, die Stadt jetzt bei Tageslicht. Krass. Das war quasi hier der Slum und hier oben war die Oberschicht. Hier so ein Stück weiter oben. Und hier war quasi die Elite der Elite. Da sind dann die alle ausgesperrt haben. Wie furchtbar. Aber die Roboter verkraften das jetzt schon, oder? Dass hier offen ist. Huch. Der sagt gar nichts. Okay. Okay, Schmetterlinge. Das ist ein Vogel. Wir spielen gerade noch. Es ist keine Movie-Sequenz, auch wenn der Bildschirm jetzt hier oben und unten schwarz geworden ist. Ich steuere sie noch. Jetzt nicht mehr. Jetzt steuere ich sie nicht mehr. Oh, kleine Mizi, du bist wieder oben. Oh, jetzt müssen wir deine Familie noch finden. Da blinzelt sie. Wie sie zurückguckt. So, oh nein. Jetzt hat was geflackert und ich hab's nicht gesehen. Augenöffner. Nein, wir waren aber noch nicht bei unserer Family. Aber wir haben die anderen nicht gefunden. Sie ist jetzt zwar oben, aber sie hat die anderen noch nicht gefunden. Findet sie die noch? Sind die gestorben, die anderen? Sind die verhungert, weil wir nicht da waren? Die Family ist ein DLC. Echt? Kommt noch mal ein DLC? So ein schönes Spiel. Ich finde es irgendwie schade, dass man nicht weiß, ob sie ihre Katze Familie wiederfindet. Man weiß jetzt nicht, ob sie die wiedergefunden hat. Was? Was? Ich freue mich die ganze Zeit, dass sie mit den anderen Katzen wieder vereint ist und die Szene gibt es nicht am Ende? Oh, wie sad! Das war jetzt sad. Ist ja nicht EA, dass es kein DLC ist, wenn dann ist es ein Teil 2. Oh. Kein Happy Ending. Ja, überhaupt nicht. Aber von der Geschichte her finde ich Stray eins der stärksten Spiele. Ich habe das Flackern nicht gesehen. Ich habe kurz rüber geguckt zum Chat so. Und in dem Moment hat was geflackert. Was flackert denn da? Ich habe es nicht gesehen. Oh. War trotzdem ein schönes Spiel, auch wenn das Ende jetzt vielleicht nicht ganz so satisfying war, wie wir uns das alles erhofft oder träumt haben. Ist es B12, der flackert? Die Stadt hat auch nur einen 450 Quadratmeter Durchmesser. 450 Meter Durchmesser, sorry. Die findet die anderen Katzen garantiert vor allem, weil sie genau da rausgekommen ist, wo sie runtergefallen ist, oder? Arme Mizi. Oh, schau mal, da sind die Cats. Oh nein, eine ist gestorben. Zwei sind gestorben. Oh nein. Drei. Oh, wie sad. Es war trotzdem ein zuckersüßes Game. Wirklich. Wirklich zuckersüß. Ich hab's doch noch heute geschafft, Mario. Sei stolz auf mich. Ich hab's durchgeschafft. Oh. Das heißt, wir wissen nicht, ob sie die anderen Miezeln wiederfindet? Da kann ich jetzt gar nicht dancen. Das ist so sad, Börder. Oh, ist das sad. Gigi! Bin sogar extrem stolz auf dich, danke Mario. Spätzle hat sich den Irrgarten der Mauerstadt zurechtgefunden. Ich denke, es wird ein Klacks, die anderen Katzen zu finden. Ich hoffe nicht, dass sie wieder runterfällt. Nicht, dass sie wieder irgendwo runterfällt, die Mizi. Und dann ist sie... Kommt noch irgendwas jetzt nach dem Abspann? Irgendwas Special-mäßiges? Und hallo Arcade. Oh nein! Nein! Oh nein! Wir haben jetzt nicht... Oh. Das Menü kommt. Was passiert, wenn ich jetzt das mache? Dann bin ich wieder... Wir haben übrigens 10 Stunden und 13 Minuten gebraucht. Oh, hallo Arthur! Oh, dankeschön für den Visa. Fast ein Jahr. Unglaublich, Louis, Tattoo, Nom Nom, Lede 3, AWW, Lede 3, Love. Arcane, ich fand das Spiel sehr, sehr gut. Es war jetzt nur sehr traurig am Ende. Und es hinterlässt eine offene Frage am Ende. Das ist so das, glaube ich, was gerade ein bisschen... Ich bin gerade ein bisschen... Bin irritiert, was ich davon halten soll. So, warte. Arthur kriegt hier erstmal seinen Zettel. Oh. Du, das ist ein Cliffhanger. Ein Cliffhanger. Ich mag keine Cliffhanger. Nicht nach so einer Szene. Die können... Oh. Ich will jetzt hier nicht spoilern, Arcane, hast du es gespielt? Ich will jetzt hier nicht rein spoilern, wenn du jetzt gerade frisch reingekommen bist und ich jetzt hier das Ende verrate. Das wäre ja doof. Dennoch, well played. Ich kann jetzt... Ach, jetzt kann ich das Kapitel wählen. Ah, schau mal, da war ich doch ganz gut. Ah, da war ich nicht so gut. Da war ich ganz schlecht. Echt, in dem Ameisendorf habe ich nicht alles gefunden und hier auch nicht? Ah, die letzten zwei habe ich dann richtig gehabt. Ich weiß halt nicht, wie lange wir jetzt brauchen, um das zu finden. Da war mir klar, dass wir hier was vergessen haben. Das habe ich schon gesehen. Der Rest war noch gut. Absolut nicht, dass ich absolut nicht spoilern darf. Also es war schön, das Spiel. Das Ende war sehr emotional und es hat einen Cliffhanger am Ende. Und das war jetzt sehr emotional. Oh, was denkst du, was ich gesagt habe, als ich nach Bosch Legacy Ende erste Staffel... Ich habe gekotzt. Oh nein, ich weiß nicht, was da kommt, aber das hört sich auch nach Cliffhanger an. Und das ist immer nicht schön. Ich bin aber mal raus. Schönen Abend noch. Schönen Abend noch, Viergul. Ja, es ist jetzt 22:50 Uhr. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier noch schnell reinrennen. Es ist ein Spiel über Katzen. Das ist der Umfang meines Wissens. Es wird noch viel schlimmer, Arcane. Du lebst hier happy mit deiner Mizi-Familie ganz am Anfang. Und dann macht ihr euch zu viert so auf und geht da über so Rohre und alles Mögliche. Und dann fällst du runter und wirst von deiner Mizi-Familie getrennt und landest in dieser Stadt voller Roboter. Und dein Ziel ist es, an die Oberfläche wieder zu kommen, um dich wieder mit deiner Mizi-Familie zu treffen. Das ist dein Ziel. Es ist zuckersüß. Es ist richtig cool, du hast so diese Cyberpunk-ähnliche Stadt, die richtig grafisch richtig schön ist. Dann hast du noch so Zurks, ganz vollgepackt mit vielen kleinen Rätselchen. Und du bist eine Katze. Also wenn du Katzen magst, ist das ein Spiel für dich. Das kann ich dir sagen. Wir können auch noch in... Ich weiß nicht. Ich glaube, ich spiele die Erinnerungen mal offstream. Ich glaube, das klingt mehr nach einem Plan. Weil alle schon so, wir gehen jetzt schlafen. Wir haben gesehen, Louis kann das Spiel auch. Wir gehen jetzt schlafen. Gute Nacht, Gero, schlaf gut, träum was Schönes. Oh, lieb, dass du reingeguckt hast. Oh,